Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Glossy Box Young. Und weil ich sie nicht nur einmal, sondern zweimal bestellt habe, kannst du in diesem Video auch tatsächlich eine von den beiden original verpackt gewinnen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Heute bin ich so dual unterwegs, also ich bin sowohl hier immer wieder vor der Kamera als auch draußen im Garten und da mache ich dann auch immer mal wieder eine Insta-Story, also ja, heute ist echt so ein Power-Tag für mich. Ja, und der Postbote hat heute wieder einiges vorbeigebracht, das heißt, ich werde einiges heute drehen, das heißt, auch so ein bisschen Pause für mich, dass ich nicht die ganze Zeit in der prallen Sonne im Garten bin. Wenn ich dann von Video zu Video, wo ich dieses Outfit tragen werde, immer brauner vielleicht werde, sowohl was die Körperbräune angeht, als auch die Verdreckung meines Körpers oder meines Gesichtes oder meiner Haare, dann tut es mir jetzt schon leid. Ja, aber ich versuche das Beste draus zu machen, okay? Gut, ja, die Glossy Box Young ist um 5 Cent im Preis gestiegen. Sie kostet nicht mehr nur noch 9,95 Euro, sondern mittlerweile exakt 10 Euro. Kommt alle zwei Monate raus, genau. Und wir gucken mal, was drin ist. Das ist halt eher so an die jüngere Generation gerichtet und ich löse die halt immer mit Glossy Points ein. Also ich löse Glossy Points ein, dadurch, dass ihr so freundlich seid und meinen Code unten in der Infobox benutzt, den ich euch aber hier auch nochmal einblende. Und da kann ich dann für euch dann auch immer eine Special Box mit dazu bestellen. Das ist total super. Und ja, die haben jetzt irgendwie die Glossy Boxen nochmal extra verschlossen. Also da ist noch ein Klebi drüber. Das heißt, du kannst das Ding nicht einfach so aufreißen. Jedenfalls glaube ich das. Nein, das geht nicht. Das heißt, ich muss meine Schere zur Hilfe nehmen, um das Ding dann aufzumachen. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Naja. So, genau. Kommt hier in so einer schwarzen Verpackung und hat ein Special Design. Glossy Box hat ja diesen Monat Geburtstag. Vielleicht ist auch in der Glossy Box Young irgendwas drin, was zum Geburtstag passend ist. Mal gucken. Also ich finde die Box cool. Die ist so richtig schön im Holo-Design. Also hier halt so mit Pünktchen. Hier richtig Holo und hier auch wieder Pünktchen. Mega. Gefällt mir richtig gut. Das haben die schick gemacht. So, dann entferne ich den Deckel. Rieche nichts. Und das ist der erste Blick. Und das sieht voll schön aus. Hinten stehen die Produkte drauf. Nicht drauf gucken, Claudi. Aber ich gucke mal, was der Autor sich dabei gedacht hat. Young Beauty Shimmer and Shine Edition. Oh ja, das passt ja auf jeden Fall zur Box, ne? Ab ins kühle Nass. Mit dir. Ich bin ein bisschen außer Puste, ne? Das ist doch anstrengend im Garten, Entschuldigung. Nochmal. Ab ins kühle Nass mit dir. Und wenn du wieder erfrischt auftauchst, wartet schon die prall gefüllte Glossy Box Young Beauty mit passendem Special Design auf dich, das an schillernde Meeresschätze wie Muscheln und holographisch glitzernde Fischschuppen erinnert. Ja, das kann man wohl so sagen. Im Innern findest du pflegende sowie dekorative Must-Haves, auf die du jetzt nicht verzichten solltest. Ob zu Hause am See oder am traumhaften Strand, diese Produkte begleiten dich überall hin. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Young Beauty Team. Cool, ja, gefällt mir. Schauen wir mal rein. Ja. Wie auch bei den normalen Glossy Boxen hast du hier eine ganz normale Schleife, die man öffnen kann. Dann hast du das Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen ist. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Wunder und so, falls ich dich küsse. Das ist eine Leseprobe. Leseproben mag ich nicht so gerne, wenn dann richtige Bücher, weil, das ist mir zu wenig. Das ist ein cooles Produkt, was aber weiter wandern wird. Von Trifle Cosmetics die Praline-Palette, die Eyeshadow-Palette. Die wird mal irgendwann verlost, in ein Tauschpaket oder wie auch immer reinkommen. Das ist in der Farbe Soft Caramel, die ist 100% cruelty-free. Und du hast, ich habe da auch schon mal irgendwann einen Look mit geschminkt, also das ist auch schon 100 Jahre her, aber ich habe schon mal gemacht. Ja, das sind halt diese dunklen Töne. Aber das ist halt eine Palette, die schon mal in einer Box drin war. Ich glaube, vor einem Jahr oder so war die mal in einer Box mit drin. Und da habe ich mal einen Look zugeschminkt, wo ich mich komplett mit Beautyboxen-Sachen geschminkt habe. Das heißt, die hatten wir schon mal. Die habe ich schon mal aussortiert. Die wird auch wieder weiter wandern.
Ich will die Palette jetzt auch nicht allzu schlecht reden, ne? Wir gucken mal, was der Autor sich dabei gedacht hat. Die schönsten Farben des Sonnenuntergangs in einer Palette. Sie vereint 6 intensive, multifunktionale Lidschattenfarben, die nass oder trocken verwendet werden können. Mikronisierte Pigmente sorgen für eine samtige Textur, der zweiseitige Schwammapplikator für einen easy Auftrag und der integrierte Spiegel für ein schnelles Touch-up sogar am Strand. Leute, am Strand würde ich mich nicht schminken. Ja, ich bin jetzt geschminkt im Garten, ne? Aber ich bin jetzt hier auch zu Hause, da kann ich ja auch machen, was ich will. Aber, wenn ich Sport machen würde oder schwimmen gehen würde oder so, ich würde mich nicht schminken dafür. Wie siehst denn du das? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich finde das so witzig eigentlich immer, ne? Naja, nass oder trocken verwenden. Ich habe die schon mal verwendet und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du die verwendest, die nass zu verwenden. Ansonsten ist die Farbintensität nicht so gegeben. Das sind nämlich alles schimmernde Farben und die kannst du tatsächlich besser auftragen, wenn du sie nass aufträgst oder halt wirklich Schichten, Schichten, Schichten. Es sind halt 5 relativ dunkle Farben in dieser Palette drin, deswegen muss man schauen, wie man das entsprechend kombinieren kann. Es ist wirklich schwer, ne? Also da würde ich vielleicht wirklich mal mit einer Cut Crease arbeiten oder weiß ich nicht. Nicht alle Farben auf einmal verwenden, weil dann wird es ein bisschen dunkel. Mikronisierte Pigmente, keine Ahnung. Samtige Textur kann ich bestätigen. Das war schon samtig, ja. Schwammapplikator. Man kann einen Schwammapplikator verwenden. Manchmal macht es mehr Sinn, das mit einem Schwammapplikator aufzutragen, als es mit dem Pinsel zu machen, weil ein Schwammapplikator greift einfach mehr Pigment, als es quasi ein Pinsel machen würde. Aber wie man das letztendlich macht, keine Ahnung. Das sei jedem selbst überlassen. Ne? So, mein Bein juckt. Ich war in Brennnesseln drin. Ah, von Isana. Das Duschgel Kokoswasser. Erfrischende Pflege für sensible Haut. Naturgeheimnisse. Ja, passt zum Thema, ist aber für mich nichts, weil ich mag keinen Kokosduft. Ich kann ja mal dran riechen, ganz vorsichtig. Ich hatte das auch, glaube ich, schon mal in der Hand. Oder von Balea? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß nicht, das riecht schon süß, ne? Aber ich glaube, es wird mir zu sehr nach Kokos riechen. Oh Mann! Schade. Ja, Colorista, Hair Make-up, auch das wird weiter wandern. One Day Color Highlights, kein Abfärben. Für Blonde, das ist schon mal sehr schlau, dass es für Blonde ist. Ich bin blond, aber ich muss gestehen, aus dem Alter bin ich raus. Es ist ja eine Youngbox, es ist ja auch eher für junge Menschen gedacht. Deswegen ist es schön, dass es mit drin ist. Auch das Isana Kokos, die Kokosdusche, ne? Das ist auch super für junge Menschen. Aber ich bin da echt zu alt für. Also ich brauche keine bunten Haare. Ich brauche keine lila Haare haben, echt nicht. Application Tipps, also wie man das nicht auf das gesamte Haar auftragen, nur einzelne Haarsträhnen. Mhm. Anwendung und das Trocknen dauert 10 bis 20 Minuten, je nach Haarlänge, Haartyp und dem Look, den du kreieren möchtest. Ich weiß nicht, wie lange hält das denn? Aber die Farbe wird sich für gewöhnlich nach einer Haarwäsche ausspülen. Für gewöhnlich. Okay, also ich meine, ich habe jetzt Urlaub. Ich könnte es wirklich mal verwenden und austesten, ne? Meine schönen blonden Haare. Nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Das wird weiter wandern. Dann kriege ich jetzt schon Panik. Okay. Von Mercy Handy Love and Hand Cleansing Gel. Ja, da habe ich jetzt auch schon einige da. Da habe ich einige im Backup. Sowas verwende ich ab und an mal. Und das ist jetzt auch in der Special Glossy Box Edition. Only for Glossy Box, genau. Kannst du gerade im Sommer, wenn du so shoppen gehst oder so, echt gut gebrauchen. Oder wenn du jetzt im Garten bist oder so. Und ich meine, im Garten hat man einen Wasseranschluss, ne? Na, ich weiß nicht, ob ich das weiterverwenden werde oder nicht. Under the Sea, das kommt auch von der Glossy Box Under the Sea. Das ist so ein Haarband, also da haben die jetzt wirklich in diese Box alles reingepackt, was sie noch da hatten, glaube ich. Das ist so ein Haargummi, das hatte ich auch schon mal getestet, das ist mir zu klein und das ist wirklich ein Jahr alt, 1,5 Jahre fast schon. Krass. Aber naja, also ich kenne jemanden, die das mag und der ich das weitergeben werde. Und hier zum x-ten Mal... Ich mag diese Masken, ja, aber ich habe da jetzt schon so viele von Biore. Free Your Pores Aktivkohle. Das ist die One-Minute-Thermomaske. Da hast du 4 Sachets drin. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt noch durchlese. Ich weiß ja, was drin ist. Das ist eine Maske, die ich mir gerne so unter der Dusche drauf mache, ne? Quasi während ich dusche. Und du hast ja manchmal das Haarkuren auch nur 1 Minute einwirken lassen. Das heißt, dann mache ich mir erst diese Maske drauf. Dann mache ich mir die Haarkur drauf. Dann rasiere ich mir die Achseln oder die Beine. Und dann kann ich alles in eins abwaschen. Und das ist dann halt auch echt cool, ne? Das ist sehr, sehr witzig und entspannt und easy peasy alles in eins. Ja, aber da habe ich echt schon viele Backups von, ne? Reicht dann auch irgendwann mal. Ja, und das war die Box.
halt wirklich alles nur Produkte, die schon mal da waren. Bis auf dieses Kokoswasser, erfrischende Pflegeduschgel. Ja, also meine Box, die ich jetzt hier geöffnet habe, die wird nach und nach in Verlosungen zu finden sein, würde ich mal so sagen. Ich werde nichts davon benutzen. Leider. Das ärgert mich ein bisschen, ne? Denn ich habe 10 Euro quasi dafür bezahlt, auch wenn es Glossy Points waren. Naja, aber ich denke, dass das eine Box ist, die mehreren gefallen wird, weil da schöne Pflegeprodukte oder allgemeine Produkte so drin sind, die man auch wirklich verwenden kann, wenn man denn die Gerüche mag und nicht schon 10.000 davon da hat. Ja, ne, Wert der Produkte auf jeden Fall mehr als halt die Box, sage ich mal, gekostet hat. Also da würde ich sagen, schon so 20 Euro oder so, blende ich dich hier aber mal ein. An und für sich eine gute Box, aber leider keine Claudi-Box. Schade. Naja, aber denk dran, du kannst in diesem Video eine von diesen zwei Boxen gewinnen. Alles dazu steht unten in der Infobox drin. Schau gerne vorbei. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!